Dort, wo er als Profi über 100 Spiele absolvierte. Ich war 10 Jahre da, habe da gespielt, bin da groß geworden. Ist komisch, auch wenn man nicht mehr allzu viele Spieler von da kennt, aber ist auf jeden Fall was Besonderes, auch die Kulisse wieder zu sehen. Die Kulisse sind fast 1000 mitgereiste Hansa-Fans, die ordentlich Alarm machen in der Arena, genauso wie ihr Team. Rostock in Blau, seit 5 Spielen ungeschlagen, beginnt gut in Wiesbaden. Laufduell zwischen Rostocks Jakobs und Wehens Nanzig. Erste gute Möglichkeit. Marc Kienle als Wehen-Trainer noch ungeschlagen, muss im Verfolgerduell zwischen Wehen Wiesbaden und Hansa Rostock auf seinen Top-Torjäger Wungudika verzichten, Muskelfaserriss. Er hat dafür aber einen hochmotivierten Zehner Tobias Jänicke im Team. Es ist das erste Mal überhaupt für Jänicke, dass er auf seinen Heimatverein Rostock trifft. Freistoß für Wehen aus richtig guter Position. Knapp 10 Minuten vorbei, Alf Minzel, aber zu billig. Rostocks Coach Andreas Bergmann, vor knapp 2 Monaten noch kurz vor dem Rauswurf, hat sein Team in den letzten Wochen von Platz 15 auf 5 geführt. Entsprechend selbstbewusst seine Mannschaft. Gute halbe Stunde vorbei. Mondi auf Platt, Kolke, dann Haas, wieder Kolke und Blacher macht's 1:0 Rostock. Marc Kienle direkt nach dem Treffer in der Diskussion mit dem Assistenten. Er will vor dem Tor ein Foul gesehen haben. Das Einzige aber, was zu sehen ist, ist, dass Keeper Markus Kolke zweimal super hält, das Tor aber trotzdem fällt, weil seine Abwehrspieler nicht reagieren, sondern nur die Gegner. Tobias Jänicke, wie der Rest seines Teams in der ersten Halbzeit bemüht, oft aber zu kopflos und zu undurchdacht. 0:1 zur Pause. Das Fachpublikum stellt fest, der SVW in Wiesbaden muss zum 5. Mal in Serie einem Rückstand hinterherlaufen. Und dies tut er in der zweiten Halbzeit von rechts nach links und zunächst auch sehr engagiert. Alf Minzel und Tobias Jänicke. Nichts wäre schöner als ein Treffer gegen seinen alten Verein. Es bleibt aber dabei, dass Wehen zu fahrig agiert, Rostock dafür sehr viel zielstrebiger. Fehler von Müller, Manfred Starke ist dazwischen, Kolke hält platt und Starke darf sogar nochmal. Der SVWW lässt dem eigenen 16er viel zu viel zu. 54 Minuten vorbei, Rostock das bessere Team. Blacher. Ball kommt zu Platt. 0:2. Johannes Platt kann im gegnerischen Strafraum den Ball ungestört annehmen, ihn sich noch auf den richtigen Fuß legen und in aller Seelenruhe netzen. Und es kommt noch dicker für den SVWW. 56 Minuten vorbei. Nils Ulle Burg mit dem Fehler. Konter über Platt, Safran und diesmal darf Jakobs ihn reinmachen. 0:3. Doppelschlag innerhalb von 105 Sekunden. Und während Rostock noch jubelt, will Tobias Jänicke schon wieder weitermachen. Irgendwie versuchen noch zu biegen, was längst entschieden ist. Julian Jakobs übrigens beim Tor im Glück, Kolke fast noch mit der Parade. Das Spiel danach mit 10 Minuten Leerlauf. Rostock zufrieden, Wehen ratlos bis zur 66. Minute. Der eingewechselte Lukas Schnellbacher in Billardmanier zu Jänicke und der macht sein Tor gegen seinen Ex-Verein. Wenngleich es eines ist, über das er sich nicht wirklich freuen kann. 1:3. Es ist ein Treffer, der dem SVWW nochmal eine zweite Luft verschafft. Und wer weiß, was noch passiert wäre, wenn Marco Königs hier nach 75 Minuten sein erstes Saisontor gemacht hätte. Weil es aber nicht zum Anschlusstreffer kommt und Rostock danach clever verteidigt, bleibt es am Ende beim 1:3. Womit Tobias Jänicke sein erstes Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Club verliert. Unterm Strich ein verdienter Rostocker Sieg. Ich denke, wir haben einfach beim ersten Gegentor ein bisschen Pech. Kann man vielleicht auch abpfeifen, weiß ich nicht. Aber nach der Pause, da kriegen wir einfach zu schnell und zu einfach die Gegentore. Und das kann man gegen eine gute Mannschaft einfach nicht mehr aufholen. Gestern Abend 20:50 Uhr.
Tobias Jeneke etwas enttäuscht bei seinen Ex-Kollegen. Aber das Rückspiel und damit die Chance zur Revanche kommt bestimmt.